Ich komme aus Freiburg und Freiburg ist Spitzenreiter Nummer 1. Spitzenreiter Nummer 1, jetzt gleichgezogen 2017 mit Offenburg als kriminellste Stadt in Baden-Württemberg. Das ist eine traurige Bilanz, aber das hört sich vielleicht gruselig an. Aber es ist nichts im Vergleich zu einer Stadt in Mexiko mit Namen Juárez. Da gab es 2010 gab es dort knapp 3000 Tote. 2011, dann ein Jahr später, über 3000 Tote durch Drogenkartelle. Das ist ein Ort, da gehst du nicht einfach so rein ungeschützt. Gell? Selbst das Militär und auch die Polizei, die wissen, wenn sie da reingehen, dann ist Kampf angesagt. Das heißt, die wissen um ihre Ausbildung, die wissen um ihre Waffenrüstung, wenn da ein Einsatz ist, die ziehen ihre Helme an, ihre Schilder, sie machen ihre Waffen klar und erst dann gehen sie da rein, um nicht unterzugehen. Wir Christen, wir haben einen vielfach schlimmeren Gegner. Wir haben einen vielfach schlimmeren Kampf und dazu möchte ich unsere Bibelstelle lesen aus Epheser 6. Epheser 6, Vers 12. Da wird dieser Kampf beschrieben, den die Christen zu kämpfen haben. Und da sagt der Paulus an die Gemeinde in Ephesus, denn unser Kampf errichtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, wenn du das mal so ganz einfach liest, du hast hier einen Gegner, Mächte der Bosheit, Weltbeherrscher der Finsternis, das ist um so viel grausamer und mächtiger, als es jedes Drogenkartell je sein könnte. Ja, und wir müssen uns eins ins Bewusstsein rufen. Unser Kampf ist eben nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Satan und die Dämonen. Und wenn wir in Hesekiel 28 und Jesaja 14 mal schauen, wer ist denn dieser Satan? Er ist ein schützender Cherub, heißt es, ein gesalbter, schützender Cherub, ein Engelwesen mit Macht, Vollmacht, den Gott selbst geschaffen hat. Und in 1. Petrus 5 heißt es, dieser Satan geht nun umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, du hast hier eine Macht, die laut Epheserbrief jetzt auch in den himmlischen Regionen arbeitet, uns angreift, die absolut nicht zu unterschätzen ist. Gell? Engelwesen heißt es in 2. Petrus, lästern diese Mächte. Nicht selbst der Erzengel Michael bringt kein lästerndes Wort gegen solche Mächte hervor. Und das ist eben das große Problem. Wir als Gläubige, und da packe ich mich mal ganz schnell mit rein, wir sind oft sehr naiv, wenn es um diesen Kampf geht. Wir sehen das alles so locker. Wenn wir mal Probleme bekommen in unserem Leben, dann wissen wir nicht genau, dann werden wir gleich unruhig. Aber wenn wir uns das vor Augen stellen, einfach gegen wen wir zu kämpfen haben, dann denke ich, dann werden wir nüchterner. Gell? Und das ist eben die Taktik des Teufels auch in unserer Gesellschaft heute. Wir leben ja, ich denke, darf ich so sagen, in einer Wohlstandsgesellschaft. Und der Teufel nimmt genau diesen Wohlstand und packt uns in Watte. Er lullt uns ein letztendlich. Gell, ich bin gestern hierher gekommen, ich habe ein wunderbares Zimmer da oben, habe warm geschlafen, bin da runtergegangen, habe herrliche Kaffee getrunken, habe freundliche Leute um mich rum, mit denen ich mich austausche. Wisst ihr, ich komme nicht auf die Idee, dass ich so im Kampf stehe. Ja, ein Mann in Syrien musst du nicht sagen, dass er im Kampf steht. Der weiß, dass er im Kampf steht. Und das ist genau dieses Problem, diese Verführung, dieses Einlullen, das der Satan bei dir und bei mir im Leben macht. Das ist genau so, wie es in 2. Mose macht, gell? Als das Volk in der Knechtschaft ist, die haben ihre Probleme, sicherlich, aber der Teufel lässt sie schaffen. Er lässt sie ja in deinem Leben schaffen, gell? Er lullt dich ein, er packt dich ein. Aber sobald Mose sagt, wir wollen jetzt rausgehen und anbeten, wir wollen Gott Opfer bringen, dann kommt der Satan und dann packt er dich am Kragen, gell? Und dann verschärft er die Dinge. Und dann ist gut, dass man weiß, woher kommen denn die Kämpfe in meinem und deinem Leben. Gell? Und ich muss sagen, ich habe die ganz persönlich auch. Wenn ich hier auf der Kanzel stehe, dann ist das für mich auch ein Kampf. Gell? Wenn du beliebt sein willst, sagt man, du bist Eisverkäufer. Bist du unbedingt Prediger? Für mich ist es ein Kampf, gell? Weil ich bin auch nicht. Ich liebe das auch, wenn Menschen mir sagen, hast du gut gemacht. Aber oft, wenn du die Wahrheit sagst, ist das eben nicht immer bei Leuten angebracht.
Und deswegen ganz klar müssen wir uns sagen, 1. Mose 3, wir leben hier ganz nüchtern auf dem Erdboden, der ist verflucht, der ist deformiert. Da sind die Dinge nicht so, wie sie einst hätten sein sollen. Gell? Es heißt, die Schöpfung seufzt nach Erlösung. Und das ist eben genau dieser Zustand. Lukas 4 sagt, Herrschaftsbereich, Satan ist der Herrscher dieser Welt. Auch das kommt nochmal dazu. Und letztendlich bist du und ich, wenn du gewaschen bist in Jesu Blut, hier wie ein Fremdkörper auf dieser Welt. Ja, du passt hier eigentlich nicht rein. Das ist wie eine Reportage, wo ich gesehen habe, da kommt einer aus dem Busch, der hat vorher noch nie mit Menschen zu tun gehabt, jetzt kommt er in die Zivilisation und der weiß eigentlich gar nicht mehr, was er hier machen soll. Der kommt da gar nicht mehr zurecht. Und so ist es eigentlich mit dem Gläubigen. Er lebt in dieser Welt, er gebraucht die Welt, aber du merkst, ein Gläubiger, der passt eigentlich nicht mehr, wenn er gewaschen ist in Jesu Blut. Er passt hier nicht so richtig hinein, gell? Und dann hilft auch kein Schönpredigen. Gell? Ich höre immer die Geschwister und die Leute, die sind liebe Brüder, die reden immer nur positiv und wir müssen die Welt transformieren, wir müssen die Gesellschaft transformieren. Das ist absoluter Blödsinn, gell? Das ist nicht der Lehre entsprechend, die die Bibel uns für die Endzeit sagt. Und ich denke, wenn man da ganz nüchtern und realistisch uns wieder neu ausrichten, wo lebt man eigentlich, in welchen Umständen. Und das ist das Ziel so von meiner Predigt. Das Predigtthema ist ja heute Wort Gottes als Fundament in der Endzeit. Und ich denke, es wird eher ein Grundsatz predigen in dem Sinne. Ich möchte aufzeigen anhand des Timotheusbriefes einmal, so wie es der Paulus am Timotheus macht, der zeigt erstmal auf, was die Umstände sind. Und dann zeigt er dem Timotheus aber auch, was macht jetzt der Gläubige in diesem Umfeld, in dieser Zeit. Gell? Er bleibt da nicht stehen bei diesen schlimmen Entwicklungen. Und deswegen, das ist so ein bisschen die Richtung, die ich heute gehen will im 2. Timotheusbrief. Der soll uns leiten, die Umstände angucken. Und ich denke, das ist gut, dass wir das in der Endzeitkonferenz auch machen, dass wir die Umstände uns nochmal anschauen, wie sie sind, ins Gedächtnis rufen. So wie Petrus auch sagt, ich sage euch nichts Neues, aber ich erinnere euch an die Dinge, die ich euch schon geschrieben habe. Aber dann da nicht stehen bleiben, sondern was macht ein Gläubiger genau in dieser Zeit? Und das ist einfach, eigentlich sehr einfach, was er tun muss. Genau, das wird so eher eine Grundsatzpredigt. Wir haben Wort Gottes auch nochmal in dieser Endzeit als Thema. Ich denke, da wird dann auch nochmal anders in die Tiefe reingegangen. Aber ich möchte so die großen Grundzüge nochmal zeigen für einen Gläubigen in dieser Endzeit. Und das macht der Paulus wunderbar, und Timotheus, seinem geistlichen Kind. Er zeigt ihm erstmal, Timotheus, wo stehen wir eigentlich heute? Gell, 2. Timotheus 3,1. Da sagt er ihm Folgendes. 2. Timotheus 3, Vers 1. Er sagt, du aber, Timotheus, du sollst wissen, er sagt dir nicht, du sollst fühlen, du sollst nicht analysieren, sondern einfach, du sollst es wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das ist ein ganz nüchternes Wort, das der Paulus dem Timotheus sagt. Er sagt, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Und diese letzten Tage, in denen diese schlimmen Zeiten eintreten werden, diese letzten Tage, dieser Begriff, der kommt noch in Hebräer 2 vor. Da heißt es, vor damaligen Zeiten hat Gott durch die Propheten gesprochen, jetzt aber hat er in seinem Sohn gesprochen, nicht im ersten Kapitel des Hebräerbriefes. Gell? Also das heißt, in den letzten Tagen hat Gott durch seinen Sohn gesprochen. Deswegen, die letzten Tage sind erstes Kommen, Himmelfahrt, bis zweites Kommen, das sind die letzten Tage. In diesen letzten Tagen hat Gott gesprochen und Paulus sagt jetzt, in diesen letzten Tagen werden nochmal schlimme Zeiten eintreten. Gell? Das ist etwas ganz nüchtern. Die Bibel kennt die letzten Tage und dann kennt sie nochmal die letzte Stunde. Das heißt, in diesen letzten Tagen wird es eine Zeit kommen, das ist vor der Wiederkunft Jesu, da werden diese Dinge zunehmen. Ja, wir wissen aus 1. Johannes 4, 3, dass der Geist des Antichristen, der ja einst, wenn der Antichrist kommt und sich offenbart, dass dieser Geist aber ja heute schon da ist. Und in dieser Endzeit, bis zum Kommen Jesu, nimmt dieser Geist zu. 1. Johannes 2 sagt auch nochmal, dass es viele Antichristen jetzt schon in dieser Zeit gibt. Das ist ein ganz
nüchternes Urteil. Und wenn man sich so manchmal fragt, was geschieht denn in dieser Welt, dann muss man sich das einfach klar, hier wirkt ein Geist, das heißt auch in 1. Johannes, es ist der Geist des Irrtums, der Geist der Verführung, kann man den auch nennen. Und jetzt sagt der Paulus zu diesem Timotheus, in diesen letzten Tagen, dieser Zeitraum, werden schlimme Zeiten kommen. Und diese schlimme Zeiten, dieses Wort Kairos, das meint ein rechter Zeitpunkt, Zeiten, Verhältnisse, Lage, Aussichten. Das heißt, es sind punktuelle Zeiten. Das heißt, Paulus sagt dem Timotheus, es wird immer wieder in dieser Zeit Zeitpunkte geben. Die werden außerordentlich schlimm sein. In den letzten Stunden dann werden die noch mehr zunehmen, wie eine Tsunamiwelle. Und er sagt, in diesen Zeiten wird es schlimmer, Zeitpunkte. Das heißt, wir bekommen schlimme Verhältnisse, schlimme Lagen. Und wenn du die Kirchengeschichte mal durchgehst, das hat schon angefangen in der Zeit der Apostel. Gell? Verfolgung, dann, wenn man Sendschreiben sieht, haben wir ja gestern gesehen, Smyrna, die Verfolgung, 10 Tage, 10 Perioden, dann wird's mal wieder ruhiger unter Konstantin, gell, dann kommt die Verführung oder der Kampf nicht mehr von außen, dann kommt er von innen, sieht man in das Sendschreiben schön, dann hast du wieder eine Zeit der Ruhe, dann kommt der Katholizismus mit der Verfolgung, dann kommen die Täufer haben Verfolgung, dann haben wir in der UdSSR und all das Mögliche. Das heißt, du hast immer Verhältnisse, da wird's mal ruhiger und dann kommt's mal wieder und am Ende wird es eben dann schlimmer. Das heißt, böse und schlimme Zeiten kommen. Und das soll der Timotheus wissen. Er soll es ganz nüchtern sich daran erinnern, dass das so ist. Er macht eine Bestandsaufnahme letztendlich, nicht mehr, gell? Er sagt, es werden schlimme Zeiten kommen. Und dieses Wort schlimm, dieses Raleppos, das ist interessant. Ich habe mal bei Menge nachgeguckt. Diese schlimme Zeiten, das hat eine unglaubliche Bandbreite von Bedeutung, gell? Schlimme Zeiten, das kann unter Umständen übersetzt werden mit Schwierigkeiten verbunden. Du wirst Schwierigkeiten haben in dieser Zeit. Du wirst, das ist eine beschwerliche und bedrückende Zeit. Ja, du hast Druck. Du hast letztendlich eine Pressung von außen. Ja, ein Gläubiger, der klar geht in dieser Welt, wird Druck haben von außen. Er wird ein bedrückendes Gefühl haben. Wisst ihr, und da kannst du viel vom Wohlstandsevangelium, viel davon predigen, dass es der Wille Gottes für dich ist, nur Heiligung, Wohlstand und dass es dir immer gut geht. Das widerspricht einfach der Tatsache, die ein wahrer Gläubiger hier in dieser Welt hat. Ja? Also zumindest geht es mir so. Bei mir geht nicht alles klar. Und ich, wenn du das mal siehst, manchmal macht Gott ja Dinge, die verstehen wir nicht. Gell, ich habe jetzt einen Bruder aus Amerika, war das, der wurde so von Gott gebraucht. Das war ein ehemaliger Muslim, der ist zum Glauben gekommen, hat Bücher geschrieben, war ein begnadeter Prediger, hatte wirklich Tausende und Hunderttausende erreicht und auf einmal bekommt er mit 33, 34 Magenkrebs und ist letztes Jahr gestorben. Gell, und da fragst du dich natürlich, Gott, warum lässt du das zu? Ich weiß es nicht, aber Tatsache ist, sowas geschehen eben auch Gläubigen unter der Zulassung Gottes. Gell? Das heißt, es ist nicht immer Wohlstand und es geht ja nicht immer gut. Apostelgeschichte 4 sagt, müssen alle durch viele Bedrängnis und Trübsalen gehen. Das heißt, es ist eine beschwerliche Zeit, auch für einen Gläubigen in dieser Welt. Das Wort kannst du auch übersetzen mit wild. Gell? Eine wilde Zeit. Da denke ich immer an die 70er, 80er Jahre, 70er, das war vor meiner Zeit, aber 68er Bewegung, wo dann letztendlich jede Autorität so ausgehebelt wird, Anarchiebewegung, Punkbewegung, wo man letztendlich ja alles, was von oben kommt, irgendwie deformiert und sich nicht mehr recht, das ist nicht mehr, man ordnet sich nicht mehr unter. Das sind einfach wilde Zeiten. Das ist eine Gesetzlosigkeit, die hier überhand nimmt, gell? Deswegen kannst du das Wort auch übersetzen mit quälend und unbequem gefährlich. Das heißt, ein Jesu-Nachfolger, der wirklich gehen möchte, der empfindet diese Zeiten auch manchmal als quälend, als bedrückend, als eklig. Man kann das Wort auch mit widerwärtig übersetzen. Gell? Ich habe mich bekehrt mit 24. Ich komme genau aus dem Dreck der Welt und habe mich in meiner Wohnung mit einer Bibel unterm Arm bekehrt. Gell? Ich wusste nichts und bin dann in die erstbeste Gemeinde auch gegangen. Und ich komme wirklich aus einem Umfeld, das rau ist.
Und wenn du dann zum Glauben kommst und dann auch Jahre später dich durchs Wort Gottes, Römer 12, 2, erneuern lässt deine Gesinnung, dann fällt dir wirklich auf, diese Welt, aus der du kommst, den Dreck, den du mitgemacht hast, der ist eklig, das ist quälend. Und wenn du dann mit Leuten ins Gespräch kommst, die auch noch so ticken, manchmal willst du es am besten am Kragen packen und sagen, wach endlich mal auf. Gell? Aber du kannst es nicht. Du merkst, das ist eine Belastung für jemand, der Jesus wirklich Nachfolge will. Das Wort kann auch mit traurig, unheilbringend übersetzt werden. Letztendlich, es ist einfach schlimm, diese Zeiten. Wenn du wissen möchtest, jetzt haben wir gesehen, ganz nüchtern, diese Zeiten sind schlimm. Ich denke, das bekommt ihr auch mit, jeder auf seine Art. Hosea 4, 1. Ich denke, das ist für mich ein wunderbarer Abschnitt. Der zeigt uns nochmal auf, es ist ja ein Wort an Israel, Hosea 4. Er zeigt jetzt nochmal deutlich auf, das Wort Gottes, in welchen Umständen wir leben. Und zwar geht das Wort Hosea ja in erster Linie an Kinder Israels. Es heißt in Vers 1, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Jetzt mache ich was, das darfst du natürlich so nicht machen, aber ich meine es nur geistlich, du kannst da auch einsetzen, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Deutschlands. Ja, geistlich gesprochen, das Wort Gottes natürlich nicht verfälschen, aber das Wort, was er hier sagt, ist genauso an uns gerichtet. Was sagt er denn zu diesem Volk? Er sagt, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Das heißt, hier sagt Gott, der Prophet, du Volk Israels, du bist so abgekommen von Gott, so weit weggekommen, in deinem Land ist nur keine Wahrheit mehr, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis. Kannst du eins zu eins auf unser Land, ich spreche jetzt für unser Land, gell? Ich glaube, wir haben auch Schweizer, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kannst du eins zu eins auf unser Land rübermünzen. Er sagt hier, es ist keine Wahrheit mehr im Land. Wisst ihr, wir sind ein Land, das Gott so unendlich gebraucht hat, durch die Reformation auch. Er hat einen Mann benutzt, der fehlerhaft war, keine Frage. Aber er hat diese Wahrheit, die so lang verschütt war, einen Mann gebraucht, um diese Wahrheit wieder uns hervorzubringen. Gell? Durch den Katholizismus war das verschütt. Die Menschen konnten, und jetzt kommt dieser Mann durch Gottes Gnade und bringt die Wahrheit wieder. Die Menschen können auf einmal wissen, können es lesen, was ist die Wahrheit. Es war natürlich nicht die Erweckung, die man sich gehofft hätte. Die kam erst ein paar Jahrhunderte später. Gell? Protestantismus war keine Erweckung in dem Sinn. Aber es war ein Licht in der Dunkelheit. Und wenn du jetzt mal ganz nüchtern schaust, 21. Jahrhundert, wo stehen wir heute im Land der Reformation? Du lebst in einem absoluten Umfeld, das überhaupt keine Wahrheit mehr kennt. Entweder es ist alles Wahrheit in unserer Gesellschaft oder es gibt die Wahrheit überhaupt nicht mehr. Gell? Kannst du ja dann aussuchen, wo du dich einordnest. Psalm 33, 12 sagt etwas. Es sagt, wohl dem Volk, dessen Herr, dessen Gott der Herr ist. Gell? Anders ist es, wehe dem Volk, das Gott den Herrn verlassen hat. Das hast du heute hier. Du hast, die Wahrheit ist absolut nicht mehr da. Du hast eine protestantische Kirche, die Gott gebraucht hat in unserem Land, dass du absolut ein Hure ist, die sich am Völkermeer anbietet, die bei solchen Dingen wie Christopher Street Day mit dem Wagen vorfährt. Gell? Also heißt, du hast Verhältnisse und wenn du da was dagegen sagst, dann bist du der Böse. Das heißt, du hast keine Wahrheit mehr. Dieser Wahrheitsbegriff ist verloren gegangen. Die Leute können heute nicht mehr unterscheiden, was ist Wahrheit. Er sagt hier weiter, ich habe einen Rechtsstreit, weil es keine Wahrheit, es gibt keine Liebe, keine Gotteserkenntnis im Land. Und jetzt Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen. Wisst ihr, ich habe die Idea Spektrum abonniert bekommen. Ich bin auch dankbar dafür. Ich lese das, weil, das ist immer dieser kleine Abschnitt,
wo es dann heißt Morden und dann eben so viele, in dieser Woche so viele Abtreibungen in unserem Land. Du kommst immer so auf etwa 100.000 Abtreibungen in unserem Land, gell? Also einfach eine Sache, die absolut aus dem Ruder gelaufen ist. Abtreibung ist eine schlimme Sache in unserem Land. Wisst ihr, es gibt in Irland, gab es jetzt einen Volksentscheid, ein Referendum. Da wurde das Volk befragt, gegen Abtreibung, für Abtreibung. Und die Leute haben gesagt, natürlich für Abtreibung. Gell? Mich hat es nicht so sehr geschockt. Mich hat geschockt, wie die Menschen, die Welt, nicht alle natürlich, aber vor allem die Medien darauf reagiert haben. Die Zeit online, das ist ja dieses Nachrichtenportal, hat geschrieben, ein großer Sieg für die Menschlichkeit und Mitgefühl. Wisst ihr, ich frage mich, ich lebe in einem Land, meine Kinder leben, es geht ja nicht um unser Land, es ist in anderen Ländern auch nicht besser, aber in einem Land, wo es letztendlich heißt, wenn du für Abtreibung bist, dann bist du für die Menschlichkeit und wenn du dagegen bist, und das haben wir jetzt gerade, dann bist du ein Unmensch. Wisst ihr, so verdreht sind wir. Und dann haben wir nichts Besseres zu tun, als die Frage, sollen wir jetzt die Werbung für die Abtreibung, Werbung erlauben oder nicht? Ist das gut, ist es nicht? Ja, das Stehlen. Er sagt hier, das Stehlen und das Lügen hat überhand genommen in unserem Land. Genauso. Ich habe einen Prediger jetzt gehört, der hat gesagt, früher war es noch so, ein Handwerker, wenn du ihn gerufen hast, dann hast du die Verträge per Handschlag gemacht. Gell? Dein Wort hat gezählt, sein Wort hat gezählt. Heute brauchst du Verträge für alles. Gell? Und bloß vorsichtig, dass du aus Kleingedruckte liest, sonst wirst du über den Tisch gezogen. Gell? Also heißt, es ist unglaublich. Ich habe gerade meiner Mutter noch eine Geburtstagskarte per Post beschickt, was reingemacht ein bisschen, jetzt kann ich sagen, bist du selber blöd. Aber wisst ihr, ich gehe davon aus, dass die Leute das, ich habe sogar mir auch Einschreiben gesendet. Wisst ihr, es ist nie angekommen. Es ist einfach, gut, man lernt draus, gell? Aber du siehst, mich macht das traurig. Er sagt hier in Hosea, das Ehebrechen hat überhand genommen. Ich sage nicht, es war die dunkelste Stunde in unserem Land. Aber es war eine der dunkelsten Stunden in unserem Land 2017, als man per Gesetzesbeschluss die Ehe für alle legitimiert hat. Das heißt, du hast dort Gottes Ordnung von der Obrigkeit letztendlich negiert. Ich bin kein Prophet, aber das lässt Gott nicht ungestraft. Ich kann mir... Das wird Gott strafen. Und er sagt auch hier in Vers 3 bei Hosea, darum trauert das Land und alle müssen verschmachten, die darin wohnen. Die Tiere des Feldes, Vögel, Fische im Meer werden dahingerafft. Wisst ihr, als ich im August hier die Bibeltage, bin ich von Dierdorf hierher gefahren, da war gerade diese Dürreperiode und im Radio kam die Frage von besorgten Zuhörern, wie viel Wasser hat denn Deutschland noch? Wir sind super aufgestellt, gell? Aber du hast gesehen, dass Fische sterben, die Hitze. Was passiert, wenn Gott mal keinen Regen mehr sendet? Gell? 5. Mose 28, der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Es war nur ein Vorgeschmack, was passieren kann, wenn so ein Volk Gott ins Angesicht lästert und spottet. Wisst ihr, und die nichtgläubigen Menschen, die nichts mit Jesus und der Bibel am Hut haben, selbst die merken, dass in unserem Land zum Teil etwas schief läuft. Ich habe gerade gesagt, das mit Irland. Du hast heute, das merken auch die Ungläubigen, wenn du dich für konservative Werte einsetzt, und ich würde mal sagen, für normale Werte, dass der von normalem Menschenverstand dir sagt, das und das ist falsch und das ist richtig. Wenn du dafür einstehst, wirst du heute in unserem Land schon Totschlagargument. Du bist rechts. Gell? Immer auf diese Politik. Du bist intolerant. Da ist ein Geist am Werken und ich denke, das ist meine Meinung, diese Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird oder auch der Antichrist herauskommen wird, das ist der Spielbereiter für die Menschen, die immer mehr abstumpfen hier. Gell? Und wenn der Antichrist aufkommt, das wird kein Mensch mehr interessieren, gell? Weil das so abgestumpft ist. Naja, das sind die Zustände, ich denke, und das treibt mich schon sehr um, was passiert und ich denke, es ist ja weltweit. Lass mir noch dazu eine Bibelstelle lesen, Offenbarung 22. Ich denke, auch hier hast du nochmal Offenbarung 22, ein Gradmesser, den du anlegen kannst, was passiert, wenn Menschen davon wegkommen. Offenbarung 22, 15. Das sagt Gott ganz klar,
Draußen aber sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wenn du das liest, dann musst du eigentlich zusammenzucken und sagen, so ist Gott. Bei Gott sind Leute draußen, nämlich die Dinge wesensmäßig hier tun. Wenn du jetzt wieder diesen Maßstab, den hier anlegst an unserer Gesellschaft und siehst, diese Dinge heute, die sind absolut normal, das juckt keinen Menschen mehr. Wir haben sie gerade schon gesagt, er sagt hier die Hunde, das heißt die Befleckten, er sagt die Zauberer, ja, das heißt Okkultismus, das ist nichts anderes als Okkultismus, ist auch heute ganz normal, wenn du den Fernseher anschaltest, Okkulte, Halloween, haben wir, das ist alles normal, Abtreibung haben wir gesehen, Mörder, Unzüchtige, haben wir auch gerade gesehen, all diese Dinge, Götzendienst, das sagt dir, die Götzendiener sind draußen. Geh mal heute in ein Möbelhaus, sag nicht den Namen, ist ja eigentlich egal, wo du hingehst. Es ist normal, dass an jedem Ding steht, Buddha-Statue, hinduistische Statue, irgendetwas steht da, wo du dein Wohnzimmer verschönern kannst. Die Leute wissen gar nicht, was sie sich ins Haus holen. Es ist alles so normal. Gell? Wie viele Moscheen werden gebaut? Darf ich ja heute nicht sagen, ist alles tolerant. Trotzdem, was muss Gott, wenn er runterschaut, hier anschauen in unserem Land der Reformation? Götzendienst, nichts anderes. Und jeder, der die Lüge liebt und tut, Lüge. Mir ist noch eine Predigt von der letzten Endzeitkonferenz, die ist mir heute noch so im Ohr. Es gibt nicht viele Predigten, die mir so im Ohr sind. Wisst ihr, die Lüge ist einfach überall da. Ich bin ein sehr naiver, ich hoffe, ich war es, aber sehr naiv. Ich nehme immer das Beste an von jedem, ja, wie die Post. Ich denke, die bringt meinen Brief dahin. In Bezug auf mich denke ich immer schlechter, das ist eigentlich auch dumm, gell? Aber ich denke immer das Beste für jeden, gell? Und jetzt siehst du eigentlich, wenn du nüchtern bist, du wirst an jeder Ecke angelogen. Also du musst wirklich auch immer wieder, und das fängt schon an bei dem Fromm oder bei dem Dings, wenn ich eine Predigt vorbereite, was sagt er, das macht mich ganz irre. Gell, ich habe eine Predigt gehabt über die Entrückung, Exkurs. Ich habe eine Predigt und habe dann geguckt und habe etwas gedacht, ich habe das für mich erkannt, nämlich die Entrückung ist da und da. Ich habe gesehen, die Entrückung ist bei der 7. Posaune. Das hat mich gefreut, ich habe gedacht, wo ist die 7. Posaune? Offenbarung 11, haben wir gestern auch gehabt. Ey, das ist für mich ein Ding. Da bin ich ans erste Kommentar gegangen. Der hat bei mir alles zerstört. Der hat geschrieben, wenn du denkst, er hat es wirklich geschrieben, wenn du denkst, die Entrückung, weil er war vor Entrückung, ist bei Offenbarung 11, weil du denkst, die 7. Posaune ist ein Indiz dafür, dann bist du doof. Er hat es nicht so, aber er hat gesagt, bist du kindlich, dann bist du, wisst ihr, das hat mich erst zerbrochen. Und dann ist mir das Licht aufgegangen. Wenn es so einfach ist, dass es selbst ein Kind erkennen kann, ja, dann muss es eigentlich richtig sein. Gell? Und ich denke, ich gebe nichts mehr auf Kommentare. Ich lese sie manchmal noch, aber ich bin froh, dass ich auch von dem befreit worden bin. Lass mich noch eins sagen zu diesen Zauberern, denn das ist mir etwas Wichtiges auch von meiner Vergangenheit her. Er sagt hier, draußen sind die Zauberer. Dieses Wort, Pharmakos, meint Okkultisten, klar, Zauberer, aber es meint auch im weitesten Sinne, hat es was mit Arzneimittel zu tun, Pharmakos. Gell? Jetzt hat mich das nicht so sehr interessiert, weil ich ein Pharmazeut bin, sondern im weitesten Sinne, ich kam früher aus der Drogenszene. Von 16. bis 18. Lebensjahr war ich in der Drogenszene verstrickt. Ziemlich heftig sogar. Habe 5 meiner Freunde, unter anderem beste Freunde, verloren an diesen Drogen. Viele sind in die Klapsmühle, also in die Psychiatrie gekommen. Und es war für mich interessant zu sehen, weil diese Drogen sind ja nichts anderes letztendlich als im Labor hergestellt. Zumindest die meisten Drogen. Gell? Und jetzt siehst du hier, wisst ihr, in meiner Zeit waren die Drogen früher schon schlimm. Das war vor 25 Jahren. Ja, sehr, sehr schlimm. Möchte nicht verharmlosen. Aber du hast eine gewisse Bandbreite noch gehabt von Dingen. Das war überschaubar. Wenn du heute reingehst und mal guckst, was der Satan diesem Volk, auch unserem Volk, für Drogen gebracht hat. Wisst ihr, das ist vielleicht für die interessant, die Kinder haben. Du kannst dir heute, diese Drogen sind so schlimm. Wisst ihr, unsere Drogen waren schlimm. Aber die sind so schlimm, die nimmst du einmal, dann bist du weg vom Fenster. Und ich meine tot. Da wirst du besessen. Wirklich. Ich habe einen Freund, der hat es einmal genommen und Psychiatrie, ich nie wieder davon rauskommen. Wenn du das anguckst, ich kann euch das nicht erzählen, was da geschieht bei diesen Drogen. Die sind so schlimm. Diese Leute sind besessen. Sie machen Dinge, die kannst du hier in der Versammlung nicht so sagen.
sind die schrecklichen Dinge. Und ein Drogensüchter hat jetzt gerade gesagt, ich habe es nochmal angeguckt, er sagte, ich habe alles genommen, aber ich habe diese neuen Drogen einmal genommen und hat wörtlich gesagt, das ist vom Teufel. Das ist vom Teufel. Wisst ihr, jetzt kannst du sagen, ich habe mit den Drogen nichts zu tun. Diese Dinge kannst du heute legal in Deutschland im Internet bestellen, diese Dinge. Ich habe extra nochmal geguckt. Gell, da gibt's Dinge, die kann das Gesetz gar nicht mehr fassen von denen Inhaltsstoffen, deswegen sind sie legal erstmal noch. Es ist brutal, was da umgeht. Gell? Ich denke, das ist wichtig, dass man auch das aufzeigt. Wisst ihr, und jetzt kommt eben, jetzt haben wir diese negativen Entwicklungen, da möchte ich auch nicht lang stehen bleiben. Jetzt kommt in diese dunkle Welt, und er sagt das ganz nüchtern, kommt das Evangelium Gottes. Jetzt kommt der Herr Jesus und nimmt dich und mich. Wisst ihr, du kannst nicht sagen, die Bösen, die sind halt so böse, weil sie so böse Dinge tun. Die Schrift sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Auch nicht, wenn du aus einem gut bürgerlichen Haus kommst, gell, oder eine gute Bildung hast. Das nützt alles vor Gott nichts. Du bist genau im selben Schlamm wie ich gewesen. Und nur der Herr Jesus allein hat uns aus diesem Dreck gerettet. Und jetzt merkst du, er hat uns herausgerettet aus diesem Abfall. Er hat uns, die Kämpfe bleiben natürlich, er hat uns ein Bürgerrecht gegeben. Wir haben jetzt einen anderen Herrn, dem wir dienen. Und das ist etwas Wunderbares. Bei all dem Negativen, erstmal wieder das Positive sehen. Du hast jemanden, der dich herausgerettet hat. Als ich herausgerettet wurde mit 24, ich habe nichts gewusst von irgendwelchen Dingen. Gell? Ich bin in die nächstbeste Gemeinde dann gegangen. Es war eine charismatische Gemeinde. Da bin ich untergekommen und ich habe nicht gewusst, was ist jetzt Baptisten, Methodisten, Pfingstler, Charismatiker. Ich wusste Katholiker, Evangelisch, das wusste ich noch ein wenig. Aber ich wusste ja nicht. Gell? Für mich war die Christenheit, jetzt bin ich errettet in die Christenheit und dann bin ich sicher. Ich muss sagen, ich hoffe, ich sage es in aller Demut, aber nach 15 Jahren muss ich sagen, je nachdem, wenn du zum Glauben kommst und gerettet bist, je nachdem, wo du dann landest in der Christenheit, und jetzt meine ich alles, was christlich ist, bist du unter Umständen genauso verloren und gehst in die Irre wie in dieser Welt da draußen. Das ist hart, aber Apostelgeschichte 20 möchte ich lesen, das war mir in all den Jahren eine große Hilfe. Auch nüchtern die Christenheit zu betrachten. Apostelgeschichte 20, 28. Oder ich möchte ab 29 lesen. Das sagte Paulus in bewegenden Worten der Gemeinde in Ephesus, denn das weiß ich, und hier haben wir wieder dieses Wissen. Es ist keine Prognose, sondern ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abziehen in ihrer Gefolgschaft. Er redet es von den christlichen Kreisen, wo sich Menschen einschleichen, und nach 2. Korinther 11 wissen wir, die kommen als Engel des Lichts, die verstellen sich, die haben kein Schild an der Stirn, wo es sagt, ich bin Verführer, sondern die kommen und werden viele, heißt es. Der Herr Jesus sagt mal, sie werden viele verführen. In 1. Timotheus 4 sagt, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten viele vom Glauben abfallen werden. Ich möchte nur ein Beispiel dafür geben, dass wenn du dich in christlichen Kreisen bewegst, je nachdem, das nicht immer gleich heißt, dass du am guten Ort bist. Ein Beispiel dazu. Ich habe es nicht geglaubt. Ich wusste aus meiner Zeit der Charismatik, dass es gibt, aber dass es so aktuell ist, wusste ich nicht. Wir haben eine Bewegung aus Kalifornien. Die kommen aus Kalifornien, sind Christen, sind aus Pfingstbewegungen, werden akzeptiert, haben großen Einfluss auch durch ihr Lobpreis in Deutschland. Die machen Folgendes. Die treffen sich. Die gehen auf Friedhöfe, suchen ehemalige verstorbene Gläubige, Gräber, und dann legen die sich drauf. Ist ganz aktuell, also relativ aktuell, und wollen so Anteil haben an dem Geist des verstorbenen Gläubigen. Kannst du sagen, ist ein Aufschrei in der Christen? Ja, es ist ein Aufschrei gewesen, auch ein bisschen, aber genau diese Bewegung, die so etwas tut, ist ja Okkultismus, ist Spiritismus, ist nichts anderes. Kommt jetzt nach Deutschland, gründet eine Erweckungsschule hier in Deutschland, wo es nur um Zeichen und Wunder geht.
Gell? Genau mit diesem Hintergrund, ob die das da machen, das glaube ich nicht, aber geht es nur um Zeichen, Wunder, dieser Einfluss, und die haben wir jetzt bei uns Bayern sehen, und das ist der Einfluss. Ich kenne von meinen Studiergeschwistern noch, die gingen genau auf diesen Zug ab. Gell? Und wenn ich diese Zeichen- und Wunderbewegung immer höre, werde ich immer ganz hipplig. In Berlin, Baptisten haben jetzt gerade dem bekannten Prediger, muslimischen Prediger, die Tür geöffnet, dass er da seine Seminare und seine Gottesdienste dort abhalten kann. Also das sind nur so, wisst ihr, so kleine Dinge, wo du siehst, irgendwas läuft aus dem Ruder. Aber, und jetzt möchte ich den Blick wegwenden. Den Rest der Zeit, den wir noch haben. Wisst ihr, Paulus sagt ganz klar, diese Dinge, die werden kommen, Timotheus, und die sollst du dir vor Augen halten. Du sollst sie dir ins Gedächtnis auch prägen, weil sonst gehst du in die Irre, wenn sowas kommt. Und deswegen ist eine Endzeitkonferenz wunderbar, dass wir diese Dinge uns wieder ins Gedächtnis rufen. Aber, und jetzt kommt der Paulus und sagt, was sollst du jetzt Gläubiger machen, Timotheus? Was sollst du machen? Was sollst du machen? Sollst du dich verrückt machen lassen? Sollst du deprimiert durch diese Welt gehen und sagen, ist ja eh alles so schlimm? Das kannst du heute. Endzeitfragen ins Internet. Du wirst so viele Dinge über die Endzeit, wo du gar nicht mehr weißt, was stimmt eigentlich. Kannst du dich verrückt machen laut Endzeit? Ich habe gerade jemand, der sagt zu mir, ich habe gehört im Internet, in Berlin werden keine Leute entrückt. Punkt. Ist schlecht für euch, wenn ihr in Berlin wohnt, gell? Wisst ihr, wir fragen, woher kommt sowas? Wo kommt sowas? Der Bruder hat das gesagt, der Guru für die Endzeit hat das gesagt, der Nächste ist der Leuchtete über die Endzeit und hat das gesagt. Wisst ihr, das Problem ist, du wirst irre. Und deswegen sagt der Paulus jetzt etwas Wunderbares. Er lenkt den Schritt oder den Blick von diesen Endzeitfragen hin auf das, was er tun soll in dieser Endzeit. Und das Programm ist eigentlich ganz einfach, nämlich 2. Timotheus 3, nämlich 14. Er sagt schon im Vers 10, aber ich möchte jetzt die 14 sagen, er sagt jetzt aber, bei all dem Endzeitgedöns, was da draußen ist, wo du wissen sollst, du aber, sagt er jetzt. Er sagt, er wendet den Blick weg und sagt, du Gläubiger, du sollst etwas tun in dieser Endzeit. Und er sagt hier, du bleibe in dem, was du gelernt hast. Und im Kontext schreibt er hier, was ist das? Die Heiligen Schriften. Das heißt, ist eigentlich einfach. Du als Gläubiger sollst in all den Dingen, die du wissen sollst, sollst nur eins tun. Du sollst dran festhalten, was du gelernt hast, nämlich die Schrift. Ist ja traurig, dass man das Christen manchmal sagen muss, gell? Aber du musst sie ihnen sagen. Du musst dran bleiben. Und dieses Bleiben, du sollst bleiben, heißt eigentlich, du sollst es Bestand haben. Das heißt, du sollst beständig dieses Wort, das Wort hier ist dein Licht für die Endzeit. Nichts anderes. Das heißt, du sollst Bestand haben, du sollst darin verweilen, du sollst fest bei etwas bleiben, nämlich beim Wort, du sollst darin verharren, ich tue es fortwährend. Das heißt, dein Programm, mein Programm für die Endzeit ist erstmal ganz nüchtern das Wort Gottes allein. Ich gehe ins Wort Gottes. Und er sagt den Grund, warum? Weil dieses Wort ist Theopneustos, es ist Gott gehaucht. Das heißt, hier spricht Gott zu dir. Brauchst keinen Internetguru. Ich sage nicht, dass du keine Prediger hören sollst, aber erstmal Wort Gottes. Und dazu möchte ich noch eine Stelle lesen, 2. Petrus 19. Das ist nämlich ganz wichtig, denn er sagt letztendlich, für was ist dieses Wort gut? Für was ist die Bibel gut? Er sagt, 2. Petrus 1, 19, und da sagt er das auch wieder. Er sagt, wir halten nun fest, und dieses Festhalten ist mehr als dieses Bleiben. Es ist ein sich festklammern, ja? Wie wenn meine Tochter abstürzt, ich halte sie fest. Wisst ihr, wenn wir eins brauchen in dieser Endzeit, ist, dass wir festhalten am Wort Gottes und sonst gar nichts. Wir halten fest, sagt er, an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eure Herzen. Petrus sagt hier eins, du lebst in der Finsternis, das haben wir gerade gesehen, ist finster,
Aber du hast jetzt ein Licht, du hast eine Taschenlampe in dieser Dunkelheit. Und an der sollst du festhalten, das ist das Wort Gottes, bis der Morgenstern aufgeht. Und was ist der Morgenstern? Das ist der Herr Jesus. Das bist du beim Herr Jesus bist oder er wiedergekommen ist vorher, so lange hältst du dieses Wort fest. Es ist wie ein Führer in der Dunkelheit, wenn du in der Wildnis bist, der dir sagt, wenn du rechts und links abdriftest, gehst du verloren. Du brauchst keine Ideen fabrizieren, wie du da durchkommst. Du brauchst ja keine eigenen Gedanken dir machen. Du brauchst auch nicht irgendwelche spirituellen Dinge jetzt tun, sondern du machst nur eins. Du guckst auf dieses Licht und dann kommst du durch. Das ist das Einzigste. Wisst ihr, wenn wir so weit sind in einer Zeit, wo man Gläubigen sagen muss, das Wort Gottes ist es, das dich festhält, dann siehst du erstmal, was die Gläubigen alles nebenbei machen, nur nicht am Wort Gottes festhalten. Ich finde es immer traurig und es ist hier schön, wenn ich in Gemeinden komme und du weißt sofort, wenn ich sage, wir schlagen jetzt auf, ich bitte euch aufzuschlagen und du hörst kein Rascheln mehr. Gell? Dann weißt du, wie die Gemeinde so steht. Jetzt möchte ich noch ganz praktisch werden. Gell? Zeit geht. Ich sage euch jetzt, das Einzigste, was ihr tun sollt, ist, im Wort Gottes zu bleiben. Kannst du fragen, wie mache ich das? Ich möchte es ganz praktisch und einfach machen. Vielleicht für eine Endzeitkonferenz auch unwürdig, aber ich möchte es sehr runterbrechen. Du sollst das Wort Gottes lesen. Wie tust du das? Ich weiß, dass viele Gläubige das Wort Gottes eben nicht lesen. Ich möchte ein Beispiel sagen, ich sage jetzt einfach, wie ich es mache. Nicht, dass ihr seht, wie toll ich bin, gar nicht, sondern mir hat es geholfen, wenn mir jemand sagt, wie machst du es eigentlich? Einfach. Gell? Ich habe mir Folgendes vor Jahren schon gesagt, ich möchte nicht mehr abhängig sein von Menschen allein. Und ich habe mir gesagt, investiere deine Zeit wenigstens einmal im Jahr das Wort Gottes durchzulesen. Jetzt kannst du anfangen bei 1. Mose und dann brichst du bei 3. Mose ab. Ich habe mir gesagt, ich nehme mir einen Bibelleseplan. Und daran halte ich mich konstant. Die ersten Jahre bin ich fehlgegangen, habe es wieder leihen lassen. Aber ich habe mir gesagt, ich nehme mir einen guten Bibelleseplan. Ja? Und ich habe für mich den McChain Bibelleseplan, das war ein Geistlicher aus dem 19. Jahrhundert. Ich kann es nachher nochmal sagen. Mit diesem Bibelleseplan kommst du, du musst 4 bis 5 Kapitel lesen am Tag. Ist nicht viel, 20 Minuten, gell? Das ist nicht viel. 2 Kapitel Altes und 2 Kapitel Neues Testament. Und so kommst du in einem Jahr durchs Alte Testament einmal, durchs Neue Testament 2-mal und durch die Psalme auch 2-mal. Wenn du 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde am Tag investierst. Das ist die Grundlage. Wisst ihr, ich sage, wir sollen die Prediger, denen wir vertrauen, das sollen wir lernen, Bibel studieren, in die Tiefe gehen. Aber was ich gelernt habe, das ist meine Dings, du kannst kein Parasit sein. Du kannst nicht nur von anderen ziehen und selbst nicht ins Wort Gottes gehen. Der beste Prediger, der treueste Prediger, wer sagt mir, dass er in einem Jahr nicht verführt ist? Wer sagt mir das? Ich lerne das Wort Gottes und dann gehe ich zu den anderen und vergleiche. Wisst ihr, einmal im Jahr. Du kannst auch Bibel lesen, da gehst du einmal in 3 Jahren. Gell, das ist die Bibellesepläne hier in der Schlachterbibel hinten drin. Da kannst du es dir selbst bestimmen. Aber das würde ich nicht tun, je nachdem. Ich brauche da klare Dings. Es gibt den Bibelleseplan, da kommst du 2-mal im Jahr durch die Bibel. Ja, da legst du dir dann solche Lesezeichen hin, dann kommst du sogar 2-mal im Jahr durch die Bibel. Wisst ihr, es geht nicht darum, wie geistlich jemand ist. Ich will nicht wissen, das interessiert mich nicht, ob ihr denkt, ich bin geistlich oder nicht. Ich habe für mich gesagt, es befreit mich ungemein. Wenn ich 3-mal im Jahr durch die Bibel gehe, wisst ihr, was es mit mir macht? Es befreit mich. Wisst ihr, die Endzeit macht mir keine Angst. Jetzt sage ich das so hochmütig, aber wisst ihr warum? Weil ich, je mehr ich durchs Wort Gottes gehe, Gott kennenlerne, wer er ist. Wisst ihr, und wir Gläubigen sind oft so wie die, die das erste Mal Schlittschuh fahren. Wir wackeln und sobald jemand kommt, dann fallen wir und dann haben wir Angst. Brauchst du nicht. Wenn du im Wort Gottes zu Hause bist, keine Angst haben. Deswegen ist meine Ermutigung, fangt an mit so einem Bibelleseplan. Unterstreicht die Dinge, die euch wichtig sind. Gell? Kauft euch eine schöne Bibel, vielleicht mit Goldschnitt und Leder, was weiß ich, so bin ich.
aber ist egal. Und dann tut diese Dinge, dass ihr mündig, wir sollen mündige werden, nicht Nephios, Kleinkinder, mündig im Glauben. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Den mache ich jetzt ganz kurz. Wenn du das tust, in dieser Endzeit, du blickst weg nach Hebräer 12, auf Jesus, weg von den Dingen, auf Jesus, liest deine Bibel, dann hat Gott für dich nur noch einen Auftrag. Und das je nachdem, wozu dich Gott berufen hat. Und was sagt er hier im 2. Timotheus? Timotheus, wenn du das getan hast, wenn du das Wort Gottes verinnerlicht, dann geh und predige das Wort. Was die Gesellschaft heute mehr denn je braucht, ist nicht meine Meinung, sondern das Wort Gottes. Und das Verkündigen, was er hier in 2. Timotheus 4,2 sagt, das ist ein lautes Ausrufen. Dass die Menschen erkennen, Jesus ist der Herr. Das ist eine einfache Botschaft. Aber Geschwister, wir müssen sicher sein in dieser Endzeit, dass wenn wir den Mund aufmachen, das Wort Gottes auch rauskommt. Es gibt viel zu viele Schattierungen in der Christenheit, die alles tun, aber es kommt wenig Wort Gottes. Und das ist unser Auftrag. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, und damit schließe ich, wo diese Menschen dieses Wort nicht mehr ertragen können. Wörtlich heißt es, sie können es nicht dulden. Sie wollen es nicht, sondern sie werden sich Lehrer anhäufen, Lehren und Lehre beschaffen, die Lehren bringen, die in ihren Ohren kitzeln und wörtlich, oder man kann es übersetzen mit einem angenehmen Reiz empfinden. Die Leute wollen nicht mehr das Wort Gottes hören, sie wollen erbaut und positiv gestimmt aus dem Gottesdienst gehen. Aber eins ist klar, wir haben nichts Positiveres, als das Evangelium zu bringen. Alles andere ist weltlicher Krimskrams. Ich habe einen Bruder, das ist ein lieber Bruder, aber der predigt immer nur positiv. Aber bei ihm heißt positiv, er predigt nicht über Gericht, über Buße, über Sünde, über Abfall. All das kennt, will er nicht predigen. Und das ist ja nicht positiv. Wir sind dazu berufen, den ganzen Ratschluss zu verkündigen, und dafür müssen wir das Wort Gottes kennenlernen. Wir haben gesehen, Endzeit, schlimm, nüchtern betrachten. Timotheus sagt, so ist es. Aber er sagt dann, du Gläubiger, aber deine Aufgabe ist nicht verrückt zu werden, Dingen nachzugehen, auch im Internet, sondern das Wort Gottes. Und dann, wenn wir das tun, immer voller werden, laut Römer 12,2, verändert werden, dann gehen wir raus und predigen das Wort. Das kann in der Seelsorge sein, das kann im Zweiergespräch sein, das kann in der Kinderstunde sein, überall, aber da, wo Jesus Christus verherrlicht ist, da muss das Wort Gottes sein, nicht austauschbar. Das ist mein Anliegen für diese Predigt, dass das Wort Gottes neu, praktisch wertschätzt. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, wir können dir nur Dank sagen, dass du uns aus diesem Zeitalter, diesem Äon herausgerettet hast. Herr. Und wir sehen die Zeichen der Zeit, und die sollen wir auch beobachten, Herr. Wir sehen auf Israel, wir sehen aber auch den antichristlichen Geist, Herr. Wir sehen diese Entwicklung, die immer gottloser werden. Aber Herr, wir wollen es zur Kenntnis nehmen, aber wollen da nicht stehen bleiben, sondern Herr, die Endzeit dreht sich nicht um die Endzeit, sondern die Endzeit dreht sich um Jesus allein. Und dir wollen wir nachfolgen, Herr Jesus, durch dein Wort. Das ist das einzigste Licht, das wir in dieser dunklen Stunde haben. Schenk uns, Herr, dass wir wirklich diese Liebe auch für dein Wort bekommen, dass du uns anleitest, fleißige Bibelleser zu werden, dass wir dann auch in die Tiefe studieren können, aber dass wir wirklich erstmal diese Grundlagen wirklich schaffen. Danke, Herr. Und dann gib uns den Mut, rauszugehen, um dein wunderbares Wort auch heute noch in diese Finsternis zu verkünden. Hab Dank für deine Gnade. Amen.